Ja. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ach. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Eigentlich dürfte ich hier drin auch nicht mehr atmen können. Und ich höre schon wieder so viele komische Geräusche. Brücke, komm! Wir sind jetzt an Bord gegangen. Stopp. Wiederhole, sind an Bord! Wir werden angesetzt! Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Deckmannschaft umgebracht! Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung! Warum müssen nicht! Wir können sie nicht lange zurückhalten! Ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Super, super wohl. Ich glaube, ich muss da runter. Abbau, Verwaltung und... Komm, Array. Ebenen. Keine Ahnung. Ich will mich mal kurz noch hier umsehen und Sachen einstecken. Das sieht ja schon geil draußen aus. Sehe ich vielleicht nicht so sehr, aber... Was zur Hölle? Hör auf mit diesen Geräuschen! Oh Gott, ich glaube, ich werde meinen Freund auch dafür umbringen, dass er mich das spielen lässt. War ja schließlich seine Idee. Ich meine, Dead Space ist ein tolles Spiel, aber ich würde es eher gucken, also als Let's Play selber gucken, als dass ich es spielen würde eigentlich. Okay, hier ist zu. Und ist hier eigentlich auch zu? Ja, hier ist auch zu. Vielleicht muss ich doch hier runter. Einmal Aussicht. Da ist wieder das Loch im Planet, wahrscheinlich wo der Marker rauskam oder so. Echt abgefuckt wäre, wenn der Marker ein gigantisches Ei von irgendeinem Alien wäre. Ich weiß nicht, wie der genau aussieht, aber... Weil es hieß ja auch, es wäre von einer außerirdischen Spezies und so. Ich hoffe, es wäre so ein gigantisches, riesiges Ei, das aus diesem Loch da kam, was eigentlich zu einem Alien gehört, woraus so ein riesen Alien schlüpft. Wo das Baby schon so groß ist wie das Schiff hier. Schema-Anzug Level 3. Oh mein Gott, wir können im nächsten Shop unseren Anzug aufwerten. Cockpit ist kein Gruß. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brückensecurity. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Natürlich. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Macht mir Angst, finde ich gut. Weil ich schon genug Angst vor diesem Spiel habe. Ich würde da gerne rausgucken, aber ich kann da nicht so gut rausgucken. Nicht nur, dass das Spiel mega atmosphärisch und mega gruselig ist und alles, dass ich so Angst bin, dass ich jetzt sogar bei diesen Übertragungen einfach zusammenschrecke. Sondern ich komme auch mit dieser Steuerung nicht klar. Ah, das ist. Naja, okay. Wir sind natürlich der Kerl mit der Kanone. Wir dürfen. Scheiße! Zurück! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Was? Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, wir sind der Kerl mit der Kanone und wir dürfen natürlich wieder die Drecksarbeit machen. Wie immer. Shit,
mir niemals diese Kopfhörer kaufen sollen. Scheiße. Ich habe das Bedürfnis, irgendwie runterzuspringen. Okay, wohin? Tell me. Da rüber und dann da irgendwie lang. Ist da durch die... Was? Ja. Nein! Aua! Alter, steh auf, Junge! Und wechsel deine Waffe! Ihre Waffen schaffen es nicht durch die Panzerung von dem Ding. Schießen Sie ihm in den Rücken, Isaac! Du Witzbold! Okay. Was? Antenne aufgehoben. Danke. Ich hätte irgendwie erwartet, dass das länger geht mit dem Vieh hier, aber bin nicht ganz froh drum. Stirb! Stirb! Stirb ein bisschen mehr, bitte! Ah, jetzt kribbelt mich, was soll ich machen? Das ist nicht gerade hilfreich. Ja, aber scheinbar komme ich ja doch durch die Panzerung, weil ich habe hier mir irgendwas abgeschossen. Man muss oft genug schießen. Was? Oh Gott. Mach uns wieder ganz. Mädchen! Hör auf! Ich krieg doch schon einen Herzinfarkt. Kannst du bitte aufhören? Eine Werkbank. Eine Werkbank. Oh Gott, bitte lass uns hier irgendwas machen. Rick. Ja, ich möchte nämlich demnächst mehr Trefferpunkte bitte haben. Ich hätte vielleicht schon mal mehr Geld für, Energieknoten ausgeben, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen. Ja, super, Inventar ist voll. Das können wir mitnehmen. Was? Ach nee, das war... Okay, ich weiß, es war ein kurzes Vergnügen, aber ich bin gerade ein bisschen fertig. Es war ein ungünstiger Zeitpunkt, glaube ich, zum Aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Gemetzel. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Es tut mir leid, er hat scheinbar beim letzten Mal nicht richtig gespeichert. Ich musste gerade hier diesen Kampf mit dem Dicken da hinten, musste ich eben nochmal machen. Und ja, irgendwie hat man mir da so, weiß ich nicht, die halbe Folge lang gefehlt oder so. Ich habe das jetzt mal nachgestellt. Ich steige jetzt einfach mal hier wieder ein und gucke jetzt mal kurz. Wir haben nämlich vorhin einen Energieknoten gefunden. Ich habe auch festgestellt, dass ich... Nee, ich glaube, ich möchte eigentlich... Und hier, ja, und hier Schaden. Ich habe unten auf der Brücke, wo wir den Typ getroffen haben, mit dem wir gequatscht haben, habe ich auch noch einen Textlog gefunden, der aber nur eine Liste von Namen beinhaltet hat, die hier gestorben sind und so. So, jetzt wollte ich gucken, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Atriumaufzüge sind jetzt online. Okay. Gucken. Ich habe bis hierhin wusste ich es ja noch so halbwegs. Gut, machen wir uns mal auf den Weg. Wenn ich mich erinnern kann, sind wir ja noch. Das ist Meuterei! Ich bezichtige Sie alle der Meuterei! Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen! Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden! Terence, bitte!
Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Okay, so ist also der Captain gestorben. Der hat eine Nadel ins Auge gekriegt. Oh, das ist aber auch eklig. So. Ein bisschen Musik im Aufzug wäre nett. Ja, wie lange fahren wir denn da bitte? Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack. Hallo? Nein, nicht hallo, bitte bleib weg! Ich glaube, das hat mir nicht mehr gemacht in der letzten Folge. Also in der letzten Aufnahme. Daran kann ich mich nämlich gar nicht erinnern. Ich habe ganz viel Munition für den... Ich will eigentlich die Strahlmunition gar nicht, weil ich die gar nicht so oft benutze. Da will ich lieber hier die Plasma-Energie haben. So, nur um sicher zu gehen, dass ich jetzt nicht wieder mein Spielchen verliere, speichere ich nochmal. Das wird diesmal in einem anderen Slot. Hoffentlich klappt das jetzt mal. Kann ich irgendwas sehen? Ege 7? Wirklich lesen kann man, glaube ich, nichts. Ich bin auch so schreckhaft in letzter Zeit, auch immer wenn... Aha! Ich mache auch noch das Schema für den Level 3 Anzug. Immer wenn auch irgendwie so eine Nachrichtenübertragung oder so kommt, erschrecke ich mich auch jedes Mal. Das ist ganz schlimm. So, das Lager. War doch klar, es war doch klar. Ich glaube, halt jetzt schon ordentlich Schrumps. Ich will doch diese Muni gar nicht. So, was haben wir hier? Stasis-Station. Oh Gott. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Ich glaube, ich habe größere Probleme als irgendwelche Verzerrungen. Jetzt mal ganz ehrlich. Da ist ein Haufen Aliens, die in meinen Kopf wollen. So welche zum Beispiel. What the? Baba! Waren das eben besagte Verzerrungen? Ich glaube schon. Babys! Ich hasse Babys! Ich meine, diese Verzerrung hier kommt mir gerade recht, weil... Aber geht das? Nein. Nein, ich will das Baby nicht. Ich hasse diese Alien-Babys. Ich hasse sie so sehr. Ich
will doch eigentlich gar nicht hier sein. Ich bin ja nur froh, dass ich Dead Space immer am Tag spiele. Auch wenn die Kopfhörer es nicht weg. Da! Ich hab euch noch gehört! Ich höre sie mit den neuen Kopfhörern inzwischen, von wo die Monster kommen. Und ich erschrecke mich trotzdem immer noch.